So, nix drin. Kanada. Los geht's. Hoff auf. Hä? Meistens Tickets und einkaufen muss. Ah, okay. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Für dich hier schon zu regnen. Regenschirme dominieren das Bild auf den Zuschauertribünen. Unter diesen Bedingungen wird das ein ganz, ganz schwieriges Training. Ich hoffe nur, die Fahrer sind auf alles vorbereitet. Düsterer Himmel über uns und nicht weniger düstere Blicke an der Boxenmauer. Eine frustrierende Zeit für die Techniker. Stefan Römer, wahrscheinlich haben die alle auf trockene Verhältnisse gehofft, aber da draußen schüttet es wie aus Kübel. Ja, man muss sich mal in die Lage der Jungs und Mädels an der Boxenmauer versetzen. Weißt du, es steckt so viel Arbeit darin, diese zwei Autos auf die Strecke zu bringen. Nicht nur an der Boxenmauer, auch für hunderte Leute daheim in der Fertigungshalle. Das Rennteam hier an der Strecke ist ja nur die sichtbare Speerspitze eines weit größeren Unternehmens. Und dann kommt der Regen und man weiß sofort einige Dinge sicher. Erstens, man wird nicht viel Fahrzeit bekommen. Zweitens, man hält eine Menge unnützer Daten, wenn man doch auf die Strecke kommt. Und drittens, die Wahrscheinlichkeit, dass man vor dem Qualifying ein Auto notdürftig zusammenflicken muss, ist viel höher. Genau so ist es. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Ja, wir müssen echt aufpassen. Das ist ziemlich gemischt, das Wetter. Na gut, gucken wir mal. So, habe ich irgendwie ein Setup für Kanada? Schauen wir nicht. Versuch was trotzdem. Versuch was trotzdem. So, auf geht's. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wenn ich so ins Rutschen komme. Das ist es halt, ne? Ah, genau, das wollte ich verhindern. Dass ja der eigene Teamkollege gerade vor die Nase fährt.
Ja, den zweiten Platz hinter ihm hier in Monaco. Wollte ich natürlich hier wieder gewinnen. Klar, wir kamen einfach nicht vorbei. Viele andere Strecken hätten wir locker kassiert. Aber Monaco ist halt schwierig. So. So, Amel läuft ja gerade auf, bisschen aufpassen. Bisschen vorsichtiger hier rumfahren. So, die Bestzeit steht klar. Aber ob die... Mal die Teamkollegen vorbeilassen, die eine vernünftige Zeit gesetzt bekommen. Das macht natürlich nicht viel einfacher. Klar. Bis zum Beispiel eine Runde setzen, keine gute. Erste Sektor sagt schon mal gut. Vielleicht reicht es doch nochmal für eine Bestzeit. Da ist die Bestzeit. Aber so macht es auch keinen Spaß zu fahren gerade. So macht es auch gerade keinen Spaß zu fahren. Aber ich kann die Zeit jetzt gleich aufs Fahren nehmen. Jetzt fahren die auf Inters alle. Ja, okay. Versuchen wir es.
So. Dann probieren wir es mal, ob wir doch da eine gute Zeit gesetzt bekommen. So. Das glaube ich jetzt nicht. Das bleibt momentan nur der achte Platz, okay. Hin. Die Frage ist, wie weit geht es jetzt mit dem mit der Zeit vor? Schölzer. So, 4 Minuten haben wir noch. Ich noch ein, zwei Versuche. Teamkollege. Looks like the track is drying out nicely. It's worth thinking about revisiting some of the earlier programs to see if we can improve upon the results. Status Teamkollege. They're in second. Their best lap time is a 1 minute 14.1. Okay.
könnte aber funktionieren mit der Zeit. Als 11:09 war die Bestzeit gerade. So, an dem ersten werde ich natürlich vorbeikommen, aber nicht am zweiten. Ja, sehr viel Fahrbetrieb hier. So, jetzt versuchen wir uns die Williams davon zu kassieren noch. Zehn, neun, sogar noch die Zehnerzeit geknackt. So, das reicht dann aber auch. So. Box this lap, please. Box this lap. So, erstes Zeit durch, erstes Training. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Hamilton und Pierre Gasly. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Jo. Okay, sind drei Fahrer ohne komplette Zeit. Gut, Training 2. Da werden wahrscheinlich nicht so viel Fahrbetrieb haben. Wie jetzt im ersten.
So. Gut. Rein damit. So. Wieder auf Medium. Und weiter geht's. So, 3-4 Runden mal 10 hier. So. Ach, hier wieder mal komplett. Dem Kollegen ist nämlich auch schon draußen. So. Schauen wir mal, wie die Zeit aussieht. 1, 10, 9 war eben die Zeit mit Medium. Ha, 1, 1, nicht ganz, aber fast. So, schön jetzt die Windschatten versuchen zu nehmen. Die Zeit war natürlich nicht gut, klar, weil wir das wohl noch hatten hier am Anfang. Set fuel mix 1 if you want to save the engine for the race.
Vielleicht reicht das noch tatsächlich irgendwie eine Bestzeit zu holen. Ne. Fuel is marginal. Box within two laps. Gucken, wenn wir mal einen hinkriegen. Garage Feierabend. Sollte reichen. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Vettel und Daniel Ricciardo. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. So. Training sind sie regelrecht geflogen. Glauben Sie, das lässt sich aufs Qualifying übertragen? Haben Sie Hoffnung, dass sich das Wetter vor dem Qualifying noch bessert? Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? So. Klasse, das war dann alles. Gut, Training 3. So. Dann versuchen wir es mal auf Saft. Thank you.
Dann probieren wir es mal auf Soft. Rennen wir wahrscheinlich auf Medium starten. Soll ja regnen morgen. Gut, Bestzeit ist klar. So, mal gucken, ob wir jetzt noch eine, dass wir den Windschatten hier mitnehmen können. So, schön wegfahren jetzt. Auf Qualifying kann man schön viel fahren, weil die Reifen sind ja fürs Rennen uninteressant. So. Man merkt, dass mir die Strecke gefällt, dass das mal eine meiner Lieblingsstrecken ist hier. Natürlich will ich die auch gewinnen. Und nächste Woche ist das Heimrennen fürs Team, nämlich in Frankreich. In Monaco gab es einen Doppelsieg, hier wollen wir es auch holen. Jetzt sind es 15 Minuten im Ring. Hier wollen wir gerne noch einen Sieg holen und auch in Frankreich nächste Woche. So.
Das war's mit dem Training. Ja, da ist ja Schaden, okay. Wo auch immer. We've had to spend time repairing the damage to the car. So, Zeit läuft ab. Und das war's. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Ricardo und Lewis Hamilton. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Gut. Sie darüber. Sie haben sich heute im Training richtig verausgabt. Testen Sie neue Komponenten? Genau. Sie waren im Training unheimlich schnell. Würden Sie sagen, dass Sie sich hinterm Steuer ziemlich wohlfühlen? Danke für den Kommentar. Ja. Gut. Qualifying. So, gut. Mit der Feuersage, ja gut, Regen, klar. Wird ja ein bisschen trocken noch am Ende. Aber das schaffen, schauen wir morgen. Bis dann.